Wir werden heute anfangen, über eine umfassende Antwort auf die verbleibende Krisenelement zu diskutieren. Damit hat mich der Europäische Rat im Dezember beauftragt. Das wird heute zu keinerlei Entscheidung kommen. Da rechnet man ja auch mit dem Widerstand einiger Mitgliedstaaten, auch weil dann die stärkeren Mitgliedstaaten für die Schwächeren wieder bürgen müssen und da Steuergeldern mit involviert sind. Wie stehen Sie dazu? Glauben Sie, dass man sozusagen diese Staaten überzeugen könnte? Ich bleibe der Auffassung, dass jeder seinen Teil der Aufgabe lösen muss. Die hochverschuldeten Länder, die sogenannten Flammen, Euro-Staaten müssen ihr Haus in Ordnung bringen. Es geht hier nicht darum, einfach Geld über die Theke zu schieben, sondern wir brauchen hier eine Mischung aus Solidität und Solidarität. Solidität auf Seiten derer, die nicht solide genug waren. Und Solidarität kann nur dann geübt werden, wenn die Solidaritätspflicht erbracht worden ist. Wenn man schon Detailentscheidungen treffen, zum Beispiel eine diskutiert worden ist, eine Finanzierung aus Richtung AAA-Staaten. Wir werden heute überhaupt keine Entscheidungen treffen, sondern wir halten eine Arbeitssitzung statt, die es uns ermöglichen soll, eine umfassende Antwort zu formulieren, so wie der Europäische Rat von Dezember uns beauftragt. Wie viel Zeit bleibt da? Wir haben heute schon welche Stäbe und welche Optionen aufschließen können. Ich denke, dass wir in der Lage sein werden, dies anlässlich der 7. Euro gefolgten Pressekonferenz mitzuführen. Aber eine Entscheidung wird das nicht geben, dass dann auch niemand sich eine umfassende Entscheidung heute Abend hat. Okay.